herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Video auf meinem YouTube-Channel GamerCouts. Wir zocken dort weiter Yoshi's Crafted World und es wundern, ein paar Leute sind auch noch in Discord. Ich weiß noch nicht, ob ich die anmache. Ja komm, ich mach die an. Ein paar Leute sind auch in Discord drin, einfach nicht wundern. In dem Fall ist Sophie und Andy. Hi. Hi. Ich bin nicht anwesend. Ja, doch. Ja, das wundern das jetzt. Ja, einfach weil morgen sind die da noch drin. Ich dachte mir, komm, sei nicht forever alone und mach Discord mal an hier. Deshalb ist Discord in dem Video hier auch einfach an. Ich bin einfach hier drin, weil ich Bock habe. Ja, I mean, why not? Oh nee, das ist wieder so ein Level hier. Ich kommentiere gerade irgendwelche komischen Beiträge von David. Auch gut. Ja, Leute, habt ihr schon mal Yoshi's Crafted World gespielt hier? Ja, und spielt mal. Was? Hi an alle Facebook-Follower. Ich werde hier wieder aktiv auf dieser Plattform werden. Konkreter heißt. Ganz toll fürs Vorlesen, Sophie. Ich bin begeistert. Wir hatten das irgendwie sowas geschrieben wie mit ist mir egal oder sowas. Alter, was wollen die hier von ein? Das Level sagt doch jetzt schon direkt. Ach, ich hasse diese Level mit den Magneten. Bis gleich. Ich hasse diese Magneten-Level, wirklich, das ist. Aber es macht das hier aus, Discord. Also ich bleib drin, aber es macht nur hier das Dingsbums aus. Also ich bleib drin, alles wie gehabt. Was ist denn das für ein scheiß Nilpferd hier? Verpiss dich! Das wird halt so richtig unangenehm. Aua! So, und einmal das Ding hier kaputt machen, merci beaucoup. Ja, yeah, hier sind ein paar Seil, guys. Oh, geil. Ja, yeah, hier kann man hüpfen. Yay. Ha, ich hab die Challenge geschafft. Boom. Bin ich nicht krass? So. Ja, ich hoffe, es geht's gut, ne, Leute, und ihr seid irgendwie beim schönen Wetter unterwegs oder so und gammelt nicht die ganze Zeit nur für Eberlorn im Haus rum und nehmt Videos auf 24/7, so wie ich es mache. Dann macht ihr mit eurem Leben schon einiges richtig. Ja. So, was wollen die, dass man jetzt hier macht? Wie wär's mit anzieben? Und bestimmt ist dieser Hals hier nicht ohne Grund da. Oh, hier hätte man auch wirklich so eine Blume reintun können. Aber nein! Hier tun wir keine Blume rein. Denkt sich Nintendo nur so. So. Einsammeln, fressen, einsammeln, fressen. So gehört das jetzt. Und dieses Ding hier ist hier ganz bestimmt auch nicht ohne Grund. Okay, was geht hier ab? Bäm! Wert hier oben ist irgendwas. Ah, nur ein paar Leben, aber auch gut. Alles klar. Kennt die Typen, die reinkommen, sagen, Bruder. Dieses scheiß Nashorn hier. Das ist ja mein Mist richtig. Also das habe ich hier als bösen Spongi war das. So. Okay, ist glaube ich doch ein bisschen komisch für die, die meine Videos schauen und einfach Discord nicht hören. Ist also auch legal, mit Discord dann doch wieder anzumachen. Ich weiß es nicht.
Schwierige Entscheidungen, oder? Aua. Das war eine dumme Entscheidung. Kann ich dir alles empfehlen? Aufnahmeprogramm OBS Studio, ganz klar. Ist, wenn man es richtig einstellt, das Beste. Und Schneiderprogramm, je nachdem, ob man Geld hat oder nicht, oder man. Weil, so zeigst du, die Premiere Pro kann man es auch aus dem Internet holen, cracken, aber das ist halt nicht so legal. Kann ich von abraten. Ging ja theoretisch. Ja, das ist ein Argument. Ich muss auch nicht. Jetzt haust du draußen wieder mal. Nee, aber ganz ehrlich, es klingt zwar banal, aber es ist so, es ist zwar ein Drecksprogramm, aber wenn man nicht ernsthaft viel damit machen will, dann geht's schon. Nämlich Windows Movie Maker. Du meinst, der da hinten dran ist? Die Capture Card. Das ist die Capture Card. Genau. Wie heißt das? Okay, sagt mir jetzt nichts. Okay, kann so sein. Es gibt auch kostenlose, sehr gute. Das will ich auch nicht ausreden oder sonst was, aber. Nein. Tötet es, bevor es Eier legt, Kappa. Ah, hoch hier. Hoch! Yoshi! Oh Mann, dieser Yoshi. Nein! Ja, ich bin oben. So. Oh mein Gott. Da ist die. Gefunden! Okay, mach Discord doch an. Ihr habt gewonnen. Man hört das. Was wollt ihr noch die Nacht so machen? Durst aufnehmen. Ich spiel jetzt Goat Simulator. Also ist zu locker bis 2 Uhr nachts, dass ihr heute aufnehmen. Weil ihr nichts zu tun habt, bleibt ein Voice, seid dabei. Obwohl, ne, ich spiel kein Goat Simulator, ich geh jetzt im Fortnite online. Muss ich Woche 7 noch fertig. Ach, ich muss mal so Teile suchen, scheiße, ey. Weil ich halt nicht mal, wo ich es überhaupt hinbringen muss, den ganzen Spaß. Vom Dorf auf den Thumbnails manchmal so ein schönes Lächeln einfach so. Ja. So richtig so. Findest du das schön? Du musst dir mal den Gamescom-Vlog angucken. Ich wünschte, ich könnte auch zu Gamescom, aber ich kann nicht. Ich schon. Und ich fahre direkt eine Woche danach und fahre auch nach Köln. Ich will da auch hin. Wenn David in die Jugendherberge geht und da noch in der gleichen Jugendherberge ist, wo man da auch noch hinfährt, dann wird er nicht mehr hoch. Okay. Das wär's dann also wieder komplett, ne? Dann lernst du meine ganze Klasse kennen. Ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt brauch, Kappa. So, wo ist jetzt hier das dritte Ding? Kann man das irgendwer erzählen? Nicht, ne? Nee, es wäre schon lustig tatsächlich, ne? Es wäre auch gar nicht so, keine Ahnung. Habt ihr eigentlich eine unpopuläre Opinion? Boah, bitte was? Eine unpopuläre Meinung. Habt ihr eine? Zu was? Ja, zu egal was. Einfach irgendeine Sache.
Hä, wo ist hier das dritte Teil? Hä? Weiß ich nicht. Soll ich das jetzt hier riechen oder was, Nintendo? Weiß ich nicht. Hä? Bist du bei der Jugendherberge in Riel? Ich hab keine Ahnung, wie die heißen, der Sven. Ich kann mal schauen. Riel ist. Wenn ihr in dieselbe Jugendherberge kommt und so viel ich ganze Zeit voll habe, du tust mir leid. Ey, das werde ich safe nicht, weil ich meine Klasse am halt. Ach, hier unten. Hier kannst du nicht die Klappe halten, oder was? Nintendo, soll ich das riechen, dass die Dinger hier unten sind? Komm runter. Nee. Komm runter. Oh nein, Yoshi, nicht sie wegwerfen, du Spast. So, danke dafür. Danke dafür, Blali. Ja, ist so. Oh mein Gott, in 60 Tagen ist schon die fucking Gamescom. In wie vielen Tagen? 60. Kann nicht der Einzige sein, und zwar, ich liebe saure Süßigkeiten und wie ich mein Gesicht dabei immer verziehe. Nein. Danke dafür. So, das war das Devil. War ja so ein durchaus krass hier. Hm? Aber ich habe es immer gut gemanagt. So, schauen wir doch mal. Unterkunft. Ich schau mal, wie die Herberge heißt. Ich habe einen Namen, klar ist. Die Anreise ist am Montag und die Abreise eine Woche darauf am Montag. Ein Zimmer, ein Erwachsener und zwar in der Jugendherberge. Wer kommt hier? Welche hast du? Ich schau gerade noch. Gott, wie heißt denn die? Was ist denn die jetzt schon wieder hin? Werden dir gerade so viele Hotels angezeigt? Ja, bei mir, ja, aber die sind beide am Rhein. So, machen wir jetzt mal weiter währenddessen. Dann bist du wahrscheinlich in der deutschen, wahrscheinlich in der gleichen dir da, weil die zählt ja gerade auch die ganze Köln zu Ding. Oder? Jutta? Welche Jugendherberge bist du jetzt? Es gibt nämlich zwei, die einmal am Riel und dort. Nee, irgendwie. Find ich die gerade nicht mehr und das irritiert mich gerade. Ist das nur ausgebucht oder wie? Wo ist die scheiß Jugendherberge hin? Also fällt gerade auf, dass die Jugendherberge in Deutschland 84 Euro kostet. Oh. Nee. Ich glaube, die ist ausgebucht, die wird mir hier nämlich wieder angezeigt. Fuck. Das ist jetzt dezent kritisch. Und bist du denn bei der in Riel? Es war die da irgendwie angezeigt wurde. Ja, gefunden. Welche? Moment, gleich gefunden. Die heißt Jugendherberge Köln Riel City Hostel. Ist wie? die vorgeschlagen wird von der Gamescom-Seite. Jugendherberge? Köln Riel City Hostel. Also, die Riel. Ist das wirklich dieselbe, wie ihr auch rangeht, oder wie? Also die andere wäre die Köln-Deutz-City, also die kann auch sein. Nee, die kann nicht sein, weil die viel teurer ist. Es ist definitiv die Köln-Riel. Dann komme ich da so montags mit meiner Klasse. Allerdings bin ich da vom 25... Warte mal, nee, ich habe mein falsches Datum angegeben. Was ist denn für eine Scheiße? Vielleicht nehme ich alles zurück.
Nee, Colin Riedel, genau. aber was mich beunruhigt, ist einmal Vierer-Bettzimmer. Das heißt, dass ich bin da mit irgendwelchen anderen Randoms, die ich nicht kenne, in einer Jugendherberge. Geil, ich liebe sowas. Das ist doch so ein Biss. Ich bin gleich wieder da. Ich bin begeistert davon. Was ist denn das für eine komische Pappschlange hier, ey? Dass gerade S hier ein bisschen kritisch. Aber es wäre irgendwie voll komisch, wenn du mit meiner Tasche. Nee, ich finde es halt eher beunruhigend, dass das steht hier irgendwie einmal ein Vierer-Bettzimmer. Dass dann irgendwer ein Randoms dann was sein, ich da im Zimmer bin. Ich weiß ja nicht, was davon halten soll. David, ich streich dir mal später, wie meine Schule heißt. Und wenn er dann Montag vor den Eingang geht, heute halt eine Punkt bekommt, dann weißt du, was ich bin. Oh mein Gott. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es da wirklich bis Montag bleibt. Muss es schauen, was da noch irgendwie frei ist. Jugendherberge wird eh das Beste, wenn ich da mit irgendwelchen random Standard in so einem Zimmer bin. Aber Mai, das ist halt so. Das werde ich überleben. Wieso stelle ich mir gerade vor, dass du mit irgendwelchen Klassenkameraden in deinem Zimmer bist? Das wird nicht passieren. Wird doch. Außer ich bleib zufällig eine Woche länger in Köln, was halt von. Was ist denn da? Nein. Lol, da unten ist ein Geschenk. Die Klassenfahrt haben wir genau geflogen. Nein, ich sagte, außer ich bleib eine Woche länger in Köln, aber das ist unwahrscheinlich. Aber wieso fährt ihr nicht während der Gamescom dahin? Bestimmt aus dem Grund fahrt ihr da erst. Keine Ahnung, wir fahren eine Woche später, haben die Lehrer wahrscheinlich gedacht, weil meine Zeit voll die Gamer. Zumindest von den Jungs, die zocken alle. Wie genau denkt die, dass man hier hochkommen soll? Achso, ja, vielleicht so, ne? Es wäre eventuell theoretisch eine Idee. Danke dafür, du riesen komisches Ding, dass du mir hier alle Wege frei machst. Das ist sehr nett von dir. Jetzt hoffe ich, dass du nochmal hier hinkommst und ist hier einmal BAM und dann hier BAM. Aber merke wieder, wie billig die Jugendherberge ist, aber das ist die Safe auch nicht ohne Grund. Also mit Randoms in Zimmer zu pennen ist jetzt nicht ganz so meins, müsst ihr wissen. Also ich habe an sich da nichts dagegen, diese scheiß Pflanze hier. Aber ich hoffe nur, dass sie irgendeinen Safe oder sowas haben. Wurde so alles was gesagt, ob die Jugendherberge WLAN hat oder so, völlig? Keine Ahnung, glaube schon, hoffe ich zumindest. Aber safe nicht für Schüler. Vor allem, wir waren so in der 6. Klasse auf in einer anderen Jugendherberge an der Nordsee und die Lehrer haben so gemeint, nö, ihr kriegt das WLAN nicht, aber das wird der WLAN-Coach dann volle Kanne am Eingang und er hat mit. Ja, moin. Aber Alter, was war denn das hier? Nur eine Dingsbums, das ist ja nicht so toll. Ich habe im Fortnite jetzt offiziell Woche 7 fertig. Lol. Also, das war's mit dem Part von Yoshi's Crafted World. Im nächsten Part geht's weiter. Macht's gut, die Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao! Ich glaube, wir haben gerade in deinem Part nur über Jugend.